begrüßen euch heute am Heiligen Abend. Alle, ja, die jetzt zuhören und uns auch sehen, weil es ist eine Live-Podcast-Aufnahme. Tatsächlich. Wir sind hier mit bestgeladensten Gästen in Köln, in einer der schönsten Locations in Köln, im Comedia-Theater, haben wir uns versammelt. Und das, liebe Leute, einfach damit ihr das nochmal spürt, das hier ist Köln! Mega. Es ist fast wie bei Helene Fischer. Nie enden wollender Applaus. Woo! Einfach nur herrlich. Einfach herrlich. Wir freuen uns so sehr, dass wir quasi diesen heiligen Abend mit euch verbringen, weil alle Menschen, die uns jetzt hören und auch sehen, haben sich tatsächlich, und ich möchte sagen, ich könnte stolzer nicht sein, haben sich dann tatsächlich am 24. rausgesneakt und hören einfach mal eisenhart eine Stunde Podcast. Wie geil. Die Vorstellung ist geil, weil da weißt du auch schon wieder, welche Zeit geschlagen hat. Weihnachtszeit. Hammerzeit. Alles zusammen. Es kommt halt auch drauf an, weil es kann ja auch sein, weil das machen ja auch ganz viele, die einfach nach Hause fahren, ne? Familienzeit und die schon am 24., am 23. abends schon angekommen sind und am 24. morgens schon denken, warum habe ich mir das angetan? Ich kann nicht mehr, meine Mutter um 7 Uhr mit dem Staubsauger schon und du denkst so, oh Mama, warum? So, Wahnsinn, und da ist es einfach wichtig, irgendwie sich Auszeiten zu schaffen. Ne? Also genau. Das ist so. Das haben wir uns nämlich wirklich. Das ist so das, worüber wir nachgedacht haben. Was ist es eigentlich? Was könnten wir Fühli-Tipp-technisch eigentlich mit an die Hand geben? Und das ist eisenhart, sich Pausen zu schaffen während der gesamten Weihnachtstage, wenn man denkt, ich kann einfach nicht mehr. Habe ich einen Hund? Gehe ich spazieren? Ist super. Habe ich aber keinen, was ist dann los, Freunde? Dann haben wir einen Nachbarn. Wir erfinden einen Nachbarn, wenn es sein muss, der hat Katzen. Und wisst ihr was, die müssen auch gefüttert werden, so einfach ist das. Jeder verbringt ja Weihnachten einfach unterschiedlich. Und du hast es gerade schon gesagt, es ist gerade ein bisschen stressig. Und da muss ich schon sagen, also du bist schon sehr negativ in den letzten Tagen. Ne? Habe ich schon, doch. Negativ? Ja, wohl. Ich halte hier irgendwie das Weihnachtsfest aufrecht. Und ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt sagst, ich halte die Stange, dann fange ich an zu schreien. Ich möchte nur... Wenn nur deine, aber sonst nicht meine Stange. Okay, das ist sehr schnell, sehr privat geworden hier. Also. Wie konnte das geschehen? Ich hätte da nur eine Gegenfrage. Ja. Soll ich die Geschichte des Bräters erzählen? Meinst du Thorsten Bräter? Ich weiß nicht. Ich bin's, Thorsten Bräter. Der Zipzap, Kavawanga, Wuppertal. Hm. Lecker, Gänse, Weihnachten. Hm. Ja. Mütze. Ja, Mütze. Ja. Ich kann nur sagen, also man kann sich das ja ungefähr vorstellen. Ich werde jetzt ja auch nicht zu privat, wenn ich sage, der Captain ist natürlich ausgestattet. Kann man sich ja vorstellen. Wir könnten theoretisch eine Armee versorgen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Stimmt überhaupt gar nicht. Aber ich möchte an dieser Stelle die Geschichte der Bräter erzählen, die, wie soll ich sagen, wir haben mittlerweile 3 an der Zahl. Es ging mit, ja, ich möchte das kurz erklären, warum zwischendurch auch bei mir ein angespannter Gesichtsausdruck stattfindet. Achtung, der erste Bräter, oh Schatz, der funktioniert gar nicht mit Induktion. Ja, wundert mich nicht, der ist noch von deiner Oma, das ist schön. Weil es kann ja wohl nicht sein. Also die Grundproblematik ist jetzt eigentlich wie folgt. Jetzt kommt's. Warum mache ich so eine, es sieht fast aus, als hätte ich eine Handpuppe. Ist doch egal. Wir sind mit Sascha Grammel parallel auf der Bühne. Es ist einfach hervorragend. Diese Bräter-Situation ist nur entstanden, weil wir dieses Jahr Weihnachten hosten. Also alle kommen zu uns. Das bedeutet, es sind sehr viele Menschen bei uns in der Wohnung. Und die wollen ja auch alle essen. Und aber ich bin negativ. Ja, kommen zu uns. Wunderbar. Also bisher hat es den negativen Spin nur du damit reingebracht. Also ich fand es noch bisher ganz stolz, dass alle kommen. Ich bin gar nicht negativ. Ich bin konzentriert, habe ich vorhin erklärt. Konzentriert, ja, und alle wollen, Gesichtsausdruck. Und alle wollen ja, wie gesagt, was essen. Ja. Und wir mussten und da hatten wir eine tolle Idee. Entschuldigung. Ja, wir mussten uns ja erstmal darauf einigen, was es Weihnachten zu essen gibt. Und da haben wir uns überlegt, wir machen Rouladen. Weil
Schokoladen ist halt, es ist super geil. Falls ihr noch nichts vorhabt, tut es. Obwohl, ihr müsstet jetzt beim Metzger bestellen, vergiss es, gibt's nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist das super schlau, weil du kannst es einen Tag vorher vorbereiten. Ne? Das heißt, wir machen einen Tag vorher natürlich 7 Stunden Rouladen. Ne? Und das ist 7 schon... ist ja noch optimistisch gedacht, wenn wir bedenken, dass wir einen Bräter haben, der gar nicht funktioniert, der andere nicht in den Ofen passt. Das heißt, wir haben nur einen, wo wir, Achtung, im Schichtservice hier arbeiten werden. Gebraten, dann rein. Dann muss das Ganze wieder stundenlang, dann muss es wieder raus, dann muss der Nächste, es wird der Wahnsinn. Ja gut, das konnte ja vorher keiner ahnen, aber die Grundidee war jetzt erstmal schön. Aber dass das jetzt sich so ergeben hat, gut, also ich verbringe ja mit niemandem lieber Zeit als mit dir und da kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. Na, gut gerettet, ne? Als mit dir, mein Engelchen, 7000 Rouladen zu machen am 23. Ohne Spaß, aber das ist schon irgendwie ein bisschen witzig, ist es schon. Das ja, natürlich. Auch. Das passt auch, dieser Wahnsinn passt auch. Ja, natürlich. Also es ist natürlich einfach komplett bescheuert und daneben, dass wir in 3-Schicht-Systemen irgendwie diese Rouladen machen. Ich möchte gar nicht sagen, wie viele Klöße dazu kommen. Ja, am Ende... Am Ende weiß ich schon, dass wir am 23. abends komplett am Ende sein werden. Und weinend mit einem Getränk, sowas genau zum Beispiel, ja, in der Hand und dann sagen, was haben wir uns mit da angetan? Gott. Ab ja, jetzt. Wir hätten, am besten hätten wir uns wahrscheinlich, vielleicht machen wir das auch nächstes Jahr, dass wir eigentlich sagen, es gibt Raclette und fertig. Und jeder bringt irgendwas mit, ist mir dann auch egal, wie es geschnitten ist. Sag ich dir ganz ehrlich. Nee, es ist mir dann egal. Ohne Spaß. Ja. Das hast du gerade vor Zeugen gesagt. Ja, das stimmt, das habe ich gesagt. Geil. Aber das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, weil als wir dann auch stolz verkündet haben, was wir denn zu essen machen, ne, weil ja, wir gesagt haben, wir machen Rouladen und wir haben uns ja wirklich Gedanken gemacht, Stunden ging das hin und her, was werden wir zu essen machen, weil das ist natürlich das Thema. Wir haben ja Glück, dass wir nur Fleischesser haben und die wirklich sagen, Rouladen wunderbar, dachten wir. Ja, ja, dachten wir dann. Ich rufe meinen Vater an. Aber ich bin negativ. Achtung, jetzt kommt es. Ich rufe meinen Vater an und sag, Vater, pass auf, kannst dich schon mal freuen, was wir Heiligabend machen. Es gibt Rouladen. Und Vater, ja, muss ich meine Gans wohl woanders essen? Aber ist okay. Und da haben wir nur gedacht, okay, cool, das wird ja geil, wenn das so die erste Info ist, die diesbezüglich irgendwie anrollt. Aber ich glaube, nach einem Glas Rotwein ist ja auch happy mit den Rouladen. Und da wird das einfach schön. Es wird ja eh schön. Am Ende des Tages wird's eh schön. Das wissen wir ja. Ja. Aber ich hoffe, dass alle einfach auch super entspannt sind, weil das ist, wie gesagt, immer dieser Knackpunkt an Weihnachten. Weißt du, weil alle kommen ja, und das hast du ja gesagt, da haben wir uns ja mehrfach drüber unterhalten, mit Erwartungen das an. Ist das Ding. Und das ist immer das Thema. Am Ende ist das auch immer das, warum es Stress gibt, weil Erwartungen da sind. Also Weihnachten ist ja immer das Erwartungsturbofest. Wenn ein Geschenk sitzen muss, dann Weihnachten. Wenn was schmecken muss, dann bitte Weihnachten. Und alles mögliche, es ist immer nur, es muss alles superlative-mäßig mega laufen Weihnachten. Und wir wissen ja alle, das ist halt einfach nicht der Fall. Vor allen Dingen, weil dann alle zusammenkommen, alle möglichen Generationen zusammenkommen, die auch gar nicht irgendwie mehr zusammenpassen gefühlt. Also, entschuldigt, das hört sich wirklich übel an, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Wir haben ja alle so unsere Eigenarten und umso älter wir werden, umso mehr sind wir da drin irgendwie gefangen und sagen, oh, das möchte ich aber so machen. Jemand, also Oma möchte halt ganz anders. Ja, vor allen Dingen ist es natürlich auch so, es kommt ja immer dieser Moment an Weihnachten, wenn alle zusammensitzen. Ja. Es wurde gegessen, dann wurde so das erste, zweite Gläschen getrunken. Und auch wenn du nicht willst, dass über Politik gesprochen wird, ja, Lord, irgendwann ist es soweit. Mhm. Und wenn irgendwann eine Oma oder ein Onkel oder wer auch immer anfängt, fröhlich die Rassismen zu verteilen und du da einfach nur sitzt und denkst, du weißt halt immer nicht, wie kommst du dann aus dieser Situation raus, ne? Und du am Ende geht es wirklich ums nackte Überleben. Und das ist dann der Moment, wo dieser Fühli-Tipp greift, den Juliette eben angesprochen hat. Ja. Sich Pausen schaffen und das Ganze wie einen Film sehen, sich rausziehen und sagen, ich geh mal mit dem Hund. Wir haben kein Scheißegal. Also du, und da muss man sich dann wirklich was überlegen. Was haben wir? Was haben wir im Angebot? Wir haben immer Nachbarn im Angebot. Wir haben, also ich habe mir irgendwann auch überlegt, ganz ehrlich, wenn es hart auf hart kommt und gar nichts mehr geht, hast halt Dünnpfiff.